Mir war damals das Lehramtsstudium ein bisschen zu theoretisch. Ich habe eben mir aktiv eine Möglichkeit gesucht, okay, was kann ich machen, um den Beruf jetzt schon aus der anderen, später wichtigeren Perspektive kennenzulernen. Und Tintenklecks war für mich dann die perfekte Möglichkeit, eben das mit einem ehrenamtlichen Engagement zu verbinden. Die Studierenden melden uns immer wieder zurück, dass sie mehr schulpraktische Erfahrung wollen, auch über die verpflichtenden Anteile hinaus. Es gibt dafür Möglichkeiten, auch hier in der Region. Das muss man natürlich auch irgendwo wissen. Es ist so, dass Schulen, schulnahe Einrichtungen, Initiativen suchen immer wieder Studierende für ihre Projekte. Die Idee der Job- und Praxisbörse Lehramt war dann, die zwei Interessen zu vereinbaren, dass die Studierenden eben die Möglichkeit bekommen, die Angebote der Schulen und Einrichtungen einsehen zu können und die Schulen und schulnahen Einrichtungen und Initiativen unkompliziert auf ihre Projekte aufmerksam machen können und so auch ganz viele Lehramtsstudierende auf einmal erreichen können. In der Job- und Praxisbörse sehe ich ganz klar den Vorteil, dass ich nicht groß rumgoogeln muss, was kann ich machen, wen kann ich ansprechen und mich von einer Seite zur nächsten klicke, sondern dass ich gerade für mich zugeschnitten als Lehrämtler einfach alle Jobangebote auf einen Blick habe und sehen kann, was ist für mich am besten.